Dann ist die ganze Wohnung zerlegt worden und dann konntest du von der Wohnung in den Sternenhimmel gucken. Ja? Das wird jetzt alles verputzt und dann sind wir schon relativ weit. Und da ist auch Potenzial. Wir machen es vor und die anderen machen es dann später nach. Ja. Heute reden wir über eine Projektentwicklung auf dem Dach. Also was ganz anderes mal oder was Spezielles. So eine Projektentwicklung, also ein Dachgeschossausbau oder Aufbau auf einem Dach obendrauf. Also dann quasi auf dem Haus obendrauf neue Wohnung geschaffen sozusagen. Ja? Aufstockung nennt man Aufstockung, das. Ja. Da habe ich heute zu Gast Fabian Schlotter, Projektentwickler aus Berlin, Leipzig und sonst wo hast du noch was gemacht. Bei dir im Wald, wie heißt die Gegend? Im Harz, ja. Im Harz hat er noch was gemacht, genau. Da hat er einige Referenzen. Und jetzt sprechen wir halt heute über die Königsdisziplin, über den Dachgeschossausbau, den du gerade tätigst. 22 Einheiten sind das? Ja, korrekt. Erstmal, Fabian, vielen Dank für die Einladung, gerne, dass ich heute hier sein darf und dass wir über das Projekt Gisela sprechen können. Ja. 22 Einheiten? 22 Einheiten, 1360 Quadratmeter Wohnfläche, ja, über zwei Stockwerke. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Wertschöpfung auch für die Stadt halt, weil du oder für die Bewohner, weil du schaffst irgendwo im schon echt gut verdichteten Wohngebiet, schaffst du absolut halt weitere Wohnungen halt. Ja, also wir bauen, wenn ich mal kurz das umreißen darf. Ja, mach mal bitte. Wir bauen sozusagen auf einem 30er-Jahre-Bau, bauen wir zwei Etagen drauf. Mhm. Ja, das Projekt befindet sich in Berlin-Lichtenberg. Mhm. Und da haben wir halt, wie gesagt, einen 30er-Jahre-Bau ums Eck. Ja, das Bestandshaus hat roundabout 48 Einheiten. Mhm. Und da haben wir das Dach mit Baugenehmigung gekauft. Ah, okay. Ja. Dann hat dann sozusagen also irgendwann mal jemand das ganze Haus gekauft. Korrekt. Hat eine Baugenehmigung geschaffen für oben. Ja. Und hat quasi diesen Anteil auf dem Dach separat dann verkauft an dich. Die Wohnungen unten gehören immer noch einer Person oder wurden die auch einzeln dann verkauft damals? Also das war so, es hat einen Aufteiler gekauft, ja, und der Aufteiler hat, wie gesagt, die ganzen einzelnen Wohnungen hat er aufgeteilt und das Dachgeschoss hat er projektiert und dann verkauft. Okay. Ja, und wir hatten auch kurz drüber nachgedacht, das ganze Objekt zu kaufen. Stand zur Distribution. Ja, das war ganz lustig, weil ich saß beim Notartermin und habe dann gesagt, naja, eigentlich können wir das ganze Objekt kaufen. Was wollen Sie denn dafür? Ja, naja, das und das. Da hat der Notar gesagt, naja, Jungs, was denn jetzt nun? Wollt ihr das ganze Objekt kaufen? Ja, oder nur das projektierte Dach? Ich sage, naja, wir haben schon Interesse, das ganze Objekt zu kaufen und dann das ganze Objekt zu entwickeln. Ja? Mhm. Und dann hat der Notar gesagt, gut, ich gebe euch noch mal 3 Wochen Zeit. Mhm. Wir beurkunden jetzt oben den Teil und ich gebe euch noch mal 3 Wochen Zeit, um nachzudenken, ob ihr den Rest auch kaufen wollt. Aber leider war dann doch, gab dann in den Verhandlungen ein anderes Ergebnis, wie wir gedacht haben oder wie offeriert wurde. Sodass wir gesagt haben, gut, wollen wir nicht, wir machen nur das Dach. Und der hat das mittlerweile alles schon verkauft eigentlich? Nee, der behält das erstmal. Der hat nämlich eine Sperrfrist von 7 Jahren. Ah, okay. Weil wir befinden uns da im Milieuschutzgebiet. Mhm. Ja, hier in Berlin gibt es ja sehr viele Milieuschutzgebiete. Ja, erklär vielleicht mal ganz kurz, was das ist, Milieuschutzgebiet. Milieuschutzgebiet ist, ich glaube, das ist jetzt hier so in diesen ganzen Trendbezirken, hast du dieses Milieuschutzgebiet, / Erhaltungsgebiet, da darfst du eigentlich gar nicht mehr aufteilen. Okay. Also du darfst keine Wohnungen mehr machen. Ja? Aus einem Mehrfamilienhaus keine einzelnen? Nein, eigentlich nicht mehr. Es gibt da so ein paar Möglichkeiten, aber da können wir mal später drauf eingehen. Ja? Ja. Aber und neben diesem Aufteilungsverbot darfst du halt auch bestimmte Sanierungen nicht mehr durchführen. Mhm. Ja, du darfst keine Luxussanierungen machen, du darfst kein zweites Bad, du darfst die Grundrisse nicht ändern und. Ja, okay. Ja. Es gibt in Kreuzberg, mein Sanitär zum Beispiel, so ein schönes, in Kreuzberg Milieuschutzgebiet, da gab es Duschen in der Küche. Okay. Und das Amt für Erhalt, also für Milieuschutz hat gesagt, das bleibt so. Ist ja geil auch. Ja, Duschen. Du kannst gleich kochen und duschen. Ja. Also das ist perfekt. Ja. Ja. Nee, und deswegen, der hat das noch nicht abverkauft. Okay. Ja. Und wir haben das dann halt im Oktober 2021 aufgekauft, das Dach. Das Dach, okay. Ja. Also es war im Endeffekt ein Flachdach,
und einen Trockenboden. Ja, wir fahren gleich mal noch hin nach dem Video. Wir fahren nachher hin und dann zeigst du es mal. Das ist schon sehr, sehr schön geworden. Ja. Ich weiß ja noch, wie es ausgesehen hat damals. Stimmt, wir waren ja da. Bevor ihr richtig angefangen habt. Ja, ja, richtig. Bin ich mal gespannt, ja. Okay, wenn ich jetzt sowas höre, okay. Die späteren Bewohner oben, jetzt mal unabhängig davon, ob ihr behaltet oder ob ihr es verkauft oder sonst was, der spätere Eigentümer von oben, hat der unten mitzuwirken, wenn jetzt zum Beispiel die Fassade gemacht wird oder wenn das Treppenhaus neu gemacht wird und gibt es da dann auch Aufzüge und so, wie genau wird dann der Zugang geschaffen da oben, weil da ist ja aktuell gar nichts. Also wir haben insgesamt gibt es bei diesem Objekt 6 Aufgänge. Mhm. Ja, wir behalten 3 Aufgänge, mhm, die werden durchgezogen ins Dach, mhm, ja, und wir bauen 3 Fahrstühle dran. Die 3 Aufgänge, die hochgezogen werden, also die Treppen, die sind dann nicht mehr mit dem unteren Haus verbunden? Doch, auch. Doch, also die 3 sind verbunden und die anderen Aufgänge, yeah, die restlichen Bestandsaufgänge, werden sozusagen mit einer Betonplatte zugemacht, dann kommst du nicht mehr hoch. Ah, okay. Da kommt dann noch so eine halbe Treppe und dann kommst du nicht mehr weiter. Okay. Ja. Und wir haben Aufzüge. Wir haben links und rechts 2 Außenaufzüge. Mhm. Das ist aber nur für die oberen Leute, mhm, also die oberen Bewohner. Und einen mittleren Aufzug, der darf auch nur nach oben kommt der. Also, okay, ja, also das ist so angeschlossen. Mhm. Aber wir müssen dann unterscheiden zwischen Bestand und Neubau. Mhm. Ja. Wir haben ja die 48 Bestandswohnungen und die 22 Neubauwohnungen. Okay. Und die sind wirtschaftlich unabhängig, weil wir bauen ja da Neubau drauf, ja, und der Rest ist Bestand. Okay. Ja, es ist eine WEG, aber wirtschaftlich sind die unabhängig. Also wenn die unten Fensterausbau neu machen wollen, haben die da oben nichts mit zu tun. Und mit dem Treppenhaus, die zusammengehören? Da schon? Die Treppenhäuser, das gehört zusammen. Und Strom auch und so? Nee, Strom auch nicht. Also wir legen extra für die Neubauwohnungen Fernwärme ran. Ah, okay. Und bauen auch neue Leitungen von unten im Keller für Elektro und für die ganzen Wasser, für die Fernwärme etc. bauen wir alles sozusagen von oben, mhm, von unten nach oben. Und die unten haben kein Fernwärme? Nein. Wollten die nicht? Nein. Und im Treppenhaus, aber ich meine, das ist im Treppenhaus, der Strom wird schon geteilt, dann ist ein bisschen abgerechnet. Ja, aber es gibt ganz neue Stromleitungen für den Neubau. Ja, okay. Ja. Die werden durch die Schornsteine gezogen. Ja, jetzt habe ich so die Rahmenbedingungen, wie der Zusammenhang ist vom Haus zu dem oben, was ihr baut, so grob verstanden. Also wenn da irgend noch jemand eine Frage hat, schreibt es einfach kurz in die Kommentare rein. Seid da herzlich willkommen. Der Profi erklärt, was man da noch machen kann, weil es ist echt schon eigentlich ein geiles Ding. Du hast einen Neubau, obwohl du kein Grundstück kaufen musst. Deshalb so. Ja, es ist absolut beste Nachverdichtung. Ja, ja. Ja, also die Stadt Berlin. Du hast geile Wohnung, du hast geile Aussicht, alles. Ne? Es sind, ja. Wir haben die Nachverdichtung, wir haben beste Lage, also du guckst halt super, ja, mhm, und du schaffst Wohnraum. Ja, und das möchte der Berlin sehr gerne. Aber du hast keine Parkplätze. Ich habe keine Parkplätze, weil das ist so ein Szenebezirk. Ja. Die Leute, die dort kaufen, fahren mit dem Fahrrad meistens. Ja. Okay, alles klar, ja, verstanden. Und also jetzt so Zusammenhänge passen, aber technisch ist es auch schon nicht ohne, glaube ich. Also du musst ja jetzt mal überlegen, du hast jetzt halt kein Fundament und so, weil im Haus muss ja ein Fundament machen. Wie genau ist so die Verbindung zwischen dem alten Haus und dem neuen? Und wer macht sowas überhaupt? Gibt es da irgendwelche speziellen Bauträger, die sagen, wir bauen auf Dächer? Oder, weil das ist ja nicht, du baust ja nicht irgendwie ein Dachgeschoss aus, sondern du baust ja oben drauf und bauen 2 drauf. Stockwerke. Ja. Also das ist so, es war ja sozusagen, es waren 3 Etagen Bestand, mhm, ja, und die 4. Etage war der Trockenboden. Mhm. Ja, und der Trockenboden, der wird aufgemauert auf eine bestimmte Höhe, ja, und dann kommt da eine Decke und dann kommt das Staffelgeschoss. Mhm. Aber vorher, bevor du überhaupt so eine Aufstockung machen kannst, musst du sozusagen die Fundamente etc. im Bestand anschauen. Okay. Ja, weil wenn die nicht funktionieren, also wenn die nicht tragfähig sind, wenn der Statiker sagt, könnt ihr vergessen, dann funktioniert das Ganze nicht. Mhm. Ja, sodass wir das erstmal, wir haben ja die Baugenehmigung gekauft, mitgekauft und wir haben die Statik mitgekauft. Die Statik war eher, hat mein Statiker gesagt, eher so eine Verkaufsstatik, also war nicht so gut. Also ich habe meinen Statiker da nochmal ransetzen lassen und der hat eine neue Statik dann gemacht. Mhm. Ja? Und das,
Der hat sich das alles angeschaut, wir haben die Fundamente aufgegraben unten im Keller und haben geguckt, ob das auch alles funktioniert. Ja, okay. Ja? Und dann haben wir das vierte Geschoss haben wir aufgemauert und auf dem vierten Geschoss haben wir dann Module, also Deckenmodule aus Österreich, haben wir dann reingezogen. Aus Holz dann? Oder? Aus Holz. Also ist der gesamte Aufbau aus Holz, außer die Mauern? Im vierten OG sind die Mauern aus sozusagen aufgemauert und der Aufbau ist aus Holz, also die Decke. Ja? Okay. Und die Bestandsdecke, die wird auch, da wird die Schüttung rausgenommen. Mhm. Ja? Und dann wird an jedem Bestandsbalken, wird dann nochmal links und rechts ein neuer Balken gesetzt, damit die Lasten abgeleitet werden können. Okay. Ja? Okay. Also viele sagen immer, und ich sage es auch, ich möchte mich da nicht selbst loben, aber es ist Champions League. Ja? Das sehe ich gleich, sehe immer gleich. Ja. Ja, weil es ist einfach im Bestand bauen und Dachgeschossaufstockungen oder Ausbauten sind einfach, es kommt immer irgendwas, was du nicht vorher geplant hast. Ja, okay. Ja, hier zum Beispiel, wir hatten hier einen Kriegsschaden. Mhm. Da war an der Ecke, muss da eine Bombe reingefallen sein, die sozusagen einen Schaden verursacht hat bis heute. Also die ganzen Balken, die ganzen Bestandsbalken waren verbrannt im Endeffekt. Und da war Schwamm. Und dann mussten wir eine Schwammsanierung durchführen. Ja, wir mussten sozusagen die da drunter, unter dem Schwammbefall, mussten die Leute raus, mussten rausgezogen werden. Dann ist die ganze Wohnung zerlegt worden und dann konntest du von der Wohnung in den Sternenhimmel gucken. Ja. und dann wurden die ganzen Balken wurden rausgerissen und neu gemacht. Ah, und dann musste die Wohnung, die Bestandswohnungen mussten aber dann auch neu gemacht werden. Ja, ja, okay. Also innen komplett kernsaniert. Ja, also die waren völlig fertig. Okay, krass. Die waren. Aber das war ja, da konntet ihr ja nichts dafür. Wir konnten nichts dafür. Das war eine Sache, die halt aufgedeckt wurde in dem Zug. Du schickst halt auch am Anfang einen Holzschutzgutachter durch. Der guckt sich die Bestandsbalken an. Ja. Ob irgendwie Holzbockbefall ist, Schwammbefall, solche Themen. Weil es wichtig. Ja, das musst du halt austauschen. Ja. Ja, da brauchst du halt schon extreme Spezialisten auch. Also da würde ich jetzt nicht irgendwie bei MyHammer jemand holen. Nee, lieber nicht. Also, also ich habe ja mal. Ich habe angefangen, kleine Dachgeschosse auszubauen, irgendwann mal, ja? So mit 2 Wohnungen, 3 Wohnungen. Ja. Da hat man noch so Kommandos gehabt. Ja. Ja? Und ich habe aber sehr viel dazugelernt und jetzt sind nur noch Profis da. Okay. Ja? Also lieber gleich einen richtigen beauftragen, anstatt irgendwie zu gucken, dass man da ein paar Euro spart und hinterher das Gerenne hat. Also bei so einem Thema, wir reden da über 1360 Quadratmeter Wohnfläche, da darfst du nicht irgendein Kommando beauftragen, weil, das kommt ja hinzu, wenn du die Bestandsdecken, wenn du die sozusagen ertüchtigt hast, dann klebst du die Bestandsdecken ab, ja, also eine Abdichtung machst du rein und dann nimmst du das alte Bestandsdach ab und dann regnet's, ja, und wenn das nicht richtig gemacht wird, ich kenne Fälle, da sind die ganzen Buden bis zum EG überschwemmt gewesen. Aber nicht bei dir? Nee, bei mir noch nicht. Aber es hat auch reingeregnet. Ja. Aber bei dem auch? Oder? Ja, bei dem auch. Ja. Okay. Es gab einige Fälle, da hat es dann auch in die Wohnungen der Bestandsmieter geregnet. Okay, da muss man halt dann gucken, dass man es halt irgendwie schnell richtet und so. Weil es ja auch in deinem Interesse, weil du willst ja am Ende des Tages unten keinen Ärger mit den Leuten. Ja, aber in Berlin, Fabian, da hat man einfach immer Ärger mit den Bestandsmietern. Ja. Okay. Da kannst du... Kannst ein ganz netter sein und du bist trotzdem immer der Buhmann. Der Buhmann, ja. Ja, und dann hast du jemanden beauftragt, der alles komplett übernimmt, also die gesamte Verantwortung für den gesamten Bau mit dem Kriegsschaden und so weiter. Oder ist es dann so, du guckst halt, fängst mal an, dann kommt der Kriegsschaden auf und dann kommt jemand, der nur das kurz richtet und die Verantwortung dann bei den Leuten ist bei dir oder kümmert sich da so ein Bauleiter um alles? Nee, wir haben, also ich kann ja mal von vorne anfangen, ja. Ich kann ja mal die Historie abgehen. Also wir haben, wie gesagt, mit Baugenehmigung gekauft. Mhm. Ja, die Baugenehmigung war jetzt nicht für uns so die grandioseste. Die haben wir nochmal mit einem Nachtrag abgeändert. Mhm. Ja, also angepasst. Oh, wir haben schon, ich glaube, das war... Also wir haben im Oktober 21 angekauft und haben im September 22 mit dem Bau losgelegt. Okay. Ja. Und in der Zwischenzeit haben wir den Nachtrag gemacht und wir haben die Gewerke dann. Also wir haben einen Generalplaner beauftragt,
der macht sozusagen, er hat den Nachtrag gemacht, der hat die Ausführungsplanung gemacht, der stellt den Bauleiter, der macht es, die ganze Energiegeschichte, also solche ganzen Themen. Ja? Und weil das Projekt so groß war, haben wir uns dann der Generalplaner hat dann gesagt, gut, ich kenne einen sehr guten Zimmerdachdeckerbetrieb aus Köpenick. Ja? Ist mit, in der Nähe. Das ist da in der Nähe. Da haben wir uns mit dem zusammengesetzt und haben das Projekt sozusagen mit ihm gemeinsam angeschaut und diesen Rohbau durchgeplant. Und auf deine Frage zurückzukommen, wie haben wir die beauftragt? Also diesen Dachdecker-Zimmereibetrieb haben wir im Endeffekt für den erweiterten Rohbau beauftragt. Weil ich wollte unbedingt, dass die Gebäudehülle zu ist. Weil ich habe so Fälle gehabt in den Ausbauten davor, dass dann andere die Fenster oder so geliefert haben und die kamen dann nicht, etc. Und hier wollte ich einfach sagen, das liegt in eurer Verantwortung, macht das bitte. Ja? Also erweiterter Rohbau heißt dann im Endeffekt Mauern neu setzen, ja? Decken, diese ganzen statischen Arbeiten, Dachdeckerarbeiten, Dachklempnerarbeiten, Terrassenabdichtungen und Fenster. Diese ganzen Themen liegt in einer großen Firma. Ja, okay. Ja? Und dann haben wir Ausschreibungen gemacht für den Rest. Okay. Ja? Dann gab es ja noch, was gab es noch? Stahlbau, Elektro, Sanitär, die ganzen Ausbaugewerke. Ja? Wir haben auch einen extra TGA-Planer genommen, also für Elektro und Heizung, Sanitär. Der hat das dann extra geplant. Und diese ganzen Gewerke haben wir dann extra nochmal ausgeschrieben. Okay. Ja. Ja, okay. Und dann fangen die halt an nach einem Zeitplan, wenn es halt dann so passt. Wir haben einen Bauablaufplan. Ja. Das haben wir in vier Bauabschnitte aufgeteilt erstmal. Und die Zimmereileute und Dachdeckerleute haben das halt abgearbeitet. Ja, okay. Ja, rechts angefangen, bis nach hinten durch. Und dann fangen die irgendwann auch schon an mit dem nächsten Gewerk? Ja, richtig. Okay, dann kommen die nächsten Gewerke rein. Okay. Ja, und dann geht das jetzt. Und wer macht die Wände und so, die Zwischenwände? Ist es auch schon bei dem ersten? Bei dem ersten sind teilweise die tragenden Wände sind bei dem ersten mit dabei. Okay. Da haben wir Module genommen, auch aus Österreich. Ja. Die wurden per LKW wurden die angeliefert. Mhm. Holzmodule, teilweise aber auch normale Stein, also Mauern hochgezogen. Das wird so vermessen und dann bestellt und kommt in LKW. Ja, richtig. Das wird geplant. Also das wird am Computer geplant und dann hat er das bestellt und dann kam das. Also das hat schon ein paar Monate gedauert. Okay. Aber würdest du empfehlen? Oder? Ja. Ja? Es war gut. Auch Preis-Leistung auch? Oder? Wer mir sagt, dass er ein Dachgeschoss günstig ausbauen kann, der hat das noch nie ein Dach. Der soll mal vorbeikommen. Ja. Okay. Ja, das funktioniert so nicht. Ja, okay. Aber ist halt schon angenehm. Du kannst halt mit dem Kran kurz die Wand hochheben, fertig. Ja, wir hatten einen richtigen Kran. Ja. Also wir hatten, das war auch gut, wir hatten einen wirklichen Stehkran im Garten. Ja. Was es hatte, habt ihr nicht mehr? Haben wir nicht mehr. Wir mussten den dann, irgendwann brauchten wir ihn nicht mehr. Also wir haben den für den erweiterten Rohbau genutzt. Ja. Dann haben wir im Garten ein riesen Loch gegraben, weil du musst erstmal gucken, wo kann der Kran, in welcher Schicht kann der überhaupt stehen. Mhm. Ja, weil wenn du den dann irgendwo da aufbaust und dann kippt er. Ja. Also kam dann wurde die ganze Straße abgesperrt. Mhm. Ich stand damals wie so ein Kind da und so ist so ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ja. Dann kam ein Mobilkran und die LKWs mit den großen Kranteilen und die haben die immer über das Dach in den Garten gehoben. Ja. Okay. Und dieser Kran, der hat im Endeffekt diese Module immer dann hochgenommen. Ja, okay. Ja. Und dann wurde das so langsam aufgebaut. Okay. Und die Elektroleitungen und so, sind die da auch, kann man die auch schon drinnen lassen, reinbestellen in die Module? Nee, weil das sind ja nur so sozusagen Module, heißt da, das sind vorgefertigte Wände. Mhm. Es gibt auch ganze Module, aber das hätte da nicht funktioniert. Mhm. Also die Elektroleitungen werden überall separat eingebaut. Okay, dann wird dann irgendwie geschlitzt und so weiter. Und ja, richtig. Also dann kommen die Schlitzen dann halt in diese ganzen normalen gemauerten Wände rein oder der Trockenbau kommt und fertigt die Wände vor und da legen die Elektriker rein. Ah, okay. Ah, okay, verstanden. Ja. Und wie weit sind wir gerade? Wo sind wir jetzt? Na, sehen wir ja nachher, ja. Aber wir sind, ich glaube, also erweiterter Rohbau ist durch, Fassade wird gerade gedämmt, auch verputzt schon. Die Dachdecker sind jetzt drin, die dichten oben ab komplett. Mhm.
Drinne ist Sanitär, hat schon vieles vorgelegt, Elektro ist schon sehr viel vorgelegt. Also wir sind schon weit. Wir wollen, wenn alles gut läuft, im Dezember 23 so fertig sein. Ja? Ah, okay. Also das ist auch ganz gut. Muss man auch mal wissen, wir haben ja im September 22 begonnen, mhm, und sind im Dezember 23, spätestens Januar 24 fertig. Mhm. Ja? Also die Bauzeit, das ist auch noch ein Fakt, wenn du professionelle Firmen nimmst, dann hast du auch eine gute Bauzeit. Die halten halt die Termine ein. Die sind halt professionell. Ja. Ja, die haben halt intern auch Bauleiter. Ja, okay. Ja, intern. Du hast einen Bauleiter, dann hast du eine Baubesprechung und da wird sich abgestimmt mit den Bauleitern der jeweiligen Firmen. Ah, okay. Und euer, ja, Bauleiter kommt vom Architekt dann gerade? Richtig, vom Generalplaner. Ja. Und der schreibt halt einmal eine Rechnung im Quartal oder sonst was und dann... Ja, richtig. Der hat so... Die Leute sind bei dem dann angestellt? Die sind da angestellt. Wir haben so Zahlungspläne. Mhm. Das war mir auch wichtig bei dem Projekt, dass wir gewisse, dass wenn die beauftragt sind, dass die gewisse Zahlungspläne uns vorlegen, mhm, dass wir der Bank auch sagen können, dann und dann wird das und das abgerufen. Ja? Mhm. Weil es ist ganz schlecht, wenn man dann ein Problem hat, wenn das Geld nicht gerade zur Verfügung ist. Muss halt rechtzeitig alles im Vorfeld abgeklärt werden. Ja, richtig. Ja. Weil die Bank, die stellt im Endeffekt jeden Monat einen gewissen Betrag zur, mhm, Verfügung. Da kommt ein Controller aus Linz, mhm, weil wir haben eine oberösterreichische Bank. Mhm. Da kommt dann der Controller aus Linz und guckt sich alle 3 Monate diesen Projektablauf an. Ja. Und wenn er sagt, passt, nächster Schritt ist relevant, ich zahle aus. Richtig, dann legt er für die nächsten 3 Monate fest, was ausgezahlt wird. Ah, okay. Ja. Das ist auch ganz gut, weil früher, man kennt es in den 90er Jahren, ja, Jürgen Schneider und so, der Baulöwe aus Leipzig, ja, der hat ja vieles abgerechnet, was noch gar nicht auf der Baustelle war. Okay. Ja, also ich möchte da keinen zum Nahe treten, aber ich habe es gelesen, gehört. Okay. Ja, und so sichern sich die Banken heutzutage ab. Ah, okay, dann hat die Bank, ja, ausgezahlt, obwohl das gar nicht gerechtfertigt war. Man liest es so, ja. Okay. Ja. Okay, verstanden. Und sowas wird dann in der Regel variabel finanziert oder wie würdest du sowas jetzt, also klar, die Zinsen sind jetzt ein bisschen angestiegen, oder wie würdest du sowas jetzt in der jetzigen Zeit halt angehen vom Prozess her? Aus jetziger Sicht, also wir müssen mal kurz hier noch, wir sind durchfinanziert. Ja, okay. Das im heißt, Endeffekt. Du kannst bis zum Ende fertig. Ich kann bis zum Ende bauen. Mhm. Ja. Viele der Projektentwickler, Bauträger müssen erstmal sozusagen eine Vorverkaufsquote erfüllen, bis sie anfangen. Mhm. Und wir können bis zum Ende durchziehen und, ja, dann abverkaufen. Oder halt behalten. Oder behalten, wie man es möchte. Oder global verkaufen. Oder global verkaufen. Was halt auch wichtig ist beim Globalverkauf, jetzt auch für mich zum Verstehen, war das sehr wichtig, dass es halt so wirtschaftlich getrennte Einheiten sind. Es ist ja eigentlich wie ein eigenes Haus, bloß steht es halt nicht auf dem Boden, sondern auf einem anderen Haus. Ja, richtig. Also oben ist Neubau, ja, der Rest ist Bestand. Ja. Oben ist gewollt von der Regierung, unten nicht so. Ja, ja, okay. Ja. Warum ist das nicht so? Naja, weil wir unten ist keine Dämmung dran, unten sind Gasetagenheizungen. Das ist, du weißt es ja selbst, das ist politisch ja nicht mehr so gerne gesehen. Ja, ja, okay, und oben ist halt alles so im neuesten Stand. Ja, richtig, aber nochmal, um deine Frage sozusagen, die nochmal aufzugreifen. Wir haben das Projekt variabel finanziert. Mhm. Damals, 2021, gab es diese Probleme noch nicht, die wir jetzt haben. Mhm. Ja, aus heutiger Sicht würde ich nicht mehr variabel finanzieren. Aus heutiger Sicht würde ich eher festschreiben für die Projektlaufzeit. Mhm. Und dann weiß ich, mit was ich zu rechnen habe. Ja, aber dann im Exit-Szenario, falls halt sich die Zinslandschaft verändert, dann musst du halt auch gucken, wie du dann weitermachst, ne? Du meinst im Verkauf? Nee, oder auch wenn du es behältst. Also wenn du zum Beispiel für die Projektlaufzeit festschreiben würdest, ja, richtig, hast du dann zwar deine Ruhe für die 3 Jahre zum Beispiel, aber im 4. Jahr musst du halt auch wieder... Nee, dann musst du gucken auf jeden Fall. Dann ist es aber eine ganz andere Bewertung, weil das, mhm, das steht ja dann. Ja. Ja, die Bank guckt sich das ja... Die hatte den Rohboden finanziert. Ja. Ja, und jetzt ist dieser Rohling ist jetzt ausgebaut. Ja, okay. Und dann ändert sich das ja. Ja, ändert sich der Wert, ja. Ja, würdest du bei so einem Projekt, also jetzt mittelfristig, würdest du da das vermieten oder würdest du sagen, du guckst, dass du irgendwie Leute reinkriegst, die da kaufen als Eigennutzer? Was ist so? Na, unsere Strategie war ja, an Eigennutzer zu verkaufen, mhm, grundlegend. Weil, okay, es ist ein Produkt, Dachgeschoss, das ging die letzten Jahre wie geschnitten Brot. Ja, okay. Ja,
Das ist leider durch die ganze wirtschaftliche Lage, durch den Zinsanstieg etc. ist das alles eher den Bach runtergegangen in dieser Hinsicht. Also ja. Eigennutzer sind in Berlin gerade nicht so dolle vorhanden. Ja, okay. Also musst du dich auch als Projektentwickler anpassen. Ja, okay. Ja? Was wir sehen, ist halt ein Teil Eigennutz. Also grundlegend haben die Leute auch erstmal Angst, dass der Projektentwickler in der Phase des Baus pleite geht. Ja, das ist auch richtig, das ist auch begründet, weil es ist halt schon ein paar Mal passiert. Ist. Ja, richtig, man liest ja immer. Ja. Ja, man liest von vielen, die leider aufgeben müssen in dieser ja. Hinsicht. Ja. Und wenn du fertig gebaut hast, dann hast du hier auch ein Alleinstellungsmerkmal gerade in Berlin. Und kein Risiko mehr für den Käufer. Richtig. Also, ja, das ist fertig, er kann im übertriebenen Maße nächsten Monat einziehen. Mhm. Ja. Und so hat er das Baurisiko und das nehmen wir ihm jetzt. Ja, ja? Also werden wir einen Teil an Eigennutzer verkaufen höchstwahrscheinlich und einen Teil an Kapitalanleger. Mhm. Wir haben ja ganz unterschiedliche Wohnungen von 45 bis 100 noch was Quadratmeter. Ja, okay. Ja? Ja, okay. Oder was auch gut wäre, wenn man dann einen Globalkäufer findet, der dann das Ganze vermietet. Ja. Weil wir befinden uns hier im Neubau und im Neubau heißt, wir können die Miete relativ hoch ansetzen. Mhm. Dort. Also gibt es keine Regulierung, was das angeht? Im Neubaubereich gibt es keine Regulierungen zum Glück, ja. Ja, okay, das ist gut. Ja. Ja. Also da kann er 25 Euro nehmen oder er kann auch 30 Euro nehmen. Wenn also, einer zahlt, dann zahlt das halt. Ja, ja, das ist das Gute. Richtig. Sonst würde sich das Projekt ja gar nicht lohnen. Ja, klar. Ja, also wir haben ja sowieso, wir haben ja in einer Phase angefangen, da sind die Baukosten extrem hoch. Mhm. Ja, das muss man ja auch immer bedenken. Wären die jetzt niedriger, wenn du jetzt anfangen würdest? Manche sagen ja, manche sagen nein. Also ich höre von vielen, die Leute sind, also es gibt mehr Handwerksfirmen, die sind bereit, jetzt wieder zu arbeiten und zu kommen, sind freundlicher als wie vor einem Jahr. Ja. Aber ich denke, für manche Spezialgewerke ist der Preis noch nicht runtergegangen. Ja, Holz ist gut runtergegangen. Also da, wir haben leider in der Hochphase eingekauft, ja. Das Holz. Ja, aber der Rest, die Baumaterialien steigen trotzdem noch. Ja, okay. Ja, und die Fachgewerke, das sind immer noch die Könige. Ja, ja. Die werden es auch bleiben. Die bleiben es erstmal. Ich sage immer so, das Ding ist halt, langfristiger, also wenn du im Immobilienbereich irgendwie unternehmerisch aktiv sein willst, musst du halt langfristig immer dranbleiben. Jetzt hatten wir halt in den letzten Jahren vielleicht mal den einen oder anderen Glücksgriff gelandet und das Ding hat sich im Wert irgendwie enorm gesteigert. Jetzt geht es halt mal seitwärts oder vielleicht kurzfristig auch runter. Das ist halt einfach so. Aber wenn man jetzt aufgehört hätte und nur den einen Deal, wo halt genau alles perfekt gelaufen ist, gemacht hat, das ist ja Glücksspiel, das weiß ja kein Mensch vorher. Es gibt ja keine Glaskugel. Das Ding ist jetzt überleben nur noch die Profis. Ja. Wirklich. Ja, weil vor Jahren hat jeder Fehler ist ausgeglichen worden. Durch die Differenzen, die entstanden sind nach oben. Ein Jahr gewartet und das Ding war schon wieder 10% Mehrwert, übertrieben gesagt. Ja, ja. Klar. Aber das ist nicht mehr so. Jetzt musst du rechnen können. Ja. Ja. Rechnen können, keine Fehler machen. Du machst auch Fehler. Aber halt nicht übertriebene. Du darfst halt nicht übertriebene Fehler machen. Also was ich, ein Learning für mich, ja. Das teile ich auch gerne hier mit deiner Community. Ja, sehr gerne. Ja. Wir haben angefangen zu, also wir haben ja viele Dachgeschosse schon ausgebaut, ja. Aber nicht in diesem Volumen. Ja. Und dann haben wir irgendwie angefangen, während die Ausführungsplanung, also die Ausführungsplanung heißt, dass sozusagen alle Details geplant werden. Mhm. Und wir haben oft angefangen, wo die Ausführungsplanung im Endeffekt noch nicht fertig war. Mhm. Weil wir schon vieles wussten, ja, so. Aber bei so einem Projekt und bei dieser Lage würde ich heutzutage aus meiner Sicht erstmal die Ausführungsplanung fertig haben. Mhm. Ja, weil dann weiß ich auch wirklich zu, sagen wir mal, 5-10% Differenz, was auf mich zukommt. Ja, okay. Und so waren wir einfach schnell, wir wollten schnell rein, wir wollten schnell bauen. Und dann haben wir die Ausführungsplanung noch während des Rohbaus noch ausgeführt. Ja. Und dann gibt es halt so ein paar Unklarheiten. Gibt es so ein paar Unklarheiten. Ja, okay. Ja, also wieder sehr viel gelernt. Von den ganzen Projekten, die du jetzt gemacht hast, und auch von dem, jetzt von den Learnings her, wenn du jetzt dein nächstes machst, so was denkst du, was du als nächstes für ein Projekt dann angehen würdest? Würdest du mal sagen, du machst das mal kurz ruhig, bis alle abgeschlossen sind? Oder gibt es so eine bestimmte
Asset-Klasse im Projektentwicklungsbereich, wo du sagen würdest, die hole ich mir jetzt rein, wenn halt der Preis passt? Ja, das fragen sich gerade viele, wie die Strategie jetzt angepasst wird. Ob man überhaupt was macht oder nichts machen, ist auch wahrscheinlich auch viele. Ja. Also unser Thema ist jetzt erstmal diese Projekte, die wir angefangen haben, die arbeiten wir ab. Ja. Aber meine Meinung ist auch, dass jetzt die größte Chance besteht. Ja, weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst es erst abarbeiten, bevor du was Neues machst, vor 3 Jahren hättest du gesagt, vielleicht code parallel noch was rein. Ja, richtig. Und wenn du das jetzt nicht mehr sagst, dann sagen viele anderen das Gleiche. Und wenn dann einer sagt, ich hole mir jetzt was, dann hat er nicht so viel Wettbewerb im Ankauf, ne? Also jetzt haben wir ja wieder, einen Käufermarkt. Ja. Ja, also was würde ich jetzt tun? Ich saß vorletzte Woche mit meinem geschätzten Geschäftspartner Manuel Schindele zusammen. Ja. Ja, schöne Grüße an ihn. Und da haben wir auch uns gefragt, belasten wir uns jetzt, also in Anführungszeichen, belasten wir uns jetzt mit den Altprojekten? Mhm. Ja, wir ziehen die natürlich durch und wir werden die auch gut abverkaufen. Da bin ich mir sicher, weil es sehr gute Projekte sind. Aber wir müssen uns auch auf die neue Zeit konzentrieren. Ja, das heißt, wie ist unsere Strategie jetzt? Mhm. Ja, und ich denke mal, Bestand ist jetzt ein ganz gutes Thema. Mhm. Ja, also Bestandshäuser, Mehrfamilienhäuser, die kriegst du jetzt schon in Berlin wieder um Faktor 20 schon wieder angeboten, zum Teil. Ja, mhm. Die ankaufen, die entwickeln, die nach GEG entwickeln, also bestimmte energetische Dinge, mhm. ja, die Mieterstruktur anpassen, also Mieterhöhungen etc. Mhm. und dann nach ein paar Jahren wieder verkaufen. Weil ich denke, das ist ein historischer Moment gerade. Diese Zeit kommt nicht nochmal so. Also, es ist immer irgendeine Zeit, wo man halt genau die richtigen Deals halt einfach machen muss. Richtig. Dann. Aber jetzt ist so eine Zeit, jetzt haben halt viele Angst, auch in den Markt zu gehen, mhm. weil die Zinsen zu hoch sind. Und wenn du jetzt viel Eigenkapital hast, dann kannst du mit diesem Geld gute Deals machen. 5 bis 7 Jahre oder wie? Ich denke, ich würde mir so einen Zeithorizont von 5 Jahren aufschreiben. Ja. Ja. So ein Projekt wie die Gisela, die wir gleich angucken, das würde ich nur machen, wenn ich den Rohling natürlich günstiger bekomme. Das wäre ja auch eine Idee, sowas im Bestand zu entwickeln halt. Ja, das sowieso. Anstatt, dass du halt schon von vornherein weißt, ich kaufe den Rohling, baue ihn halt 5 Jahre. Ja, das geht auch. Aber dann musst du halt viel günstiger einkaufen. Ja, und hast halt auch das Thema, die Eigennutzer, die zahlen halt gut im Verkauf. Richtig. Wenn du die vermietest, die Einheiten in 5 Jahren, sind die halt nicht mehr neu. Das ist das Problem, ja. Und deswegen, ich denke mal, die nächsten Jahre ist, weil Bestand, Mietwohnungen braucht jeder hier. Ja. Ja, und so hast du eine gewisse sichere Asset-Klasse, ja. die du entwickeln kannst, mit einem gewissen Cashflow auch. Ja, das ist ja genau das, was wir hören wollen jetzt. Wir wollen halt wissen, welche Opportunities gibt es halt in den nächsten Jahren, die man halt machen kann und nicht Rumgeheule hören, weißt du? Ja, ja, ich musste ehrlich gesagt... Das ist ein guter Ansatz auf jeden Fall, ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, ja, ich musste auch erstmal damit zurechtkommen, dass der Markt so schnell sich geändert hat. Ja. Ja. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, gut, ich kann jetzt hier sitzen und irgendwie traurig sein, ja. Dann bist du lieber fröhlich. Da bin ich lieber fröhlich mit den Herren Fröhlich zusammen, ja. Oder man guckt, was kann man jetzt aus dieser Phase machen und es als Chance sehen. Weil in jeder Krise gibt es eine Chance, ja. Ja. Und deswegen, und die voran. Krise ist ja nicht in allen Bereichen, sondern hauptsächlich im Immobereich. Und die Mieter sind die wenigsten in der Immobranche. Ja, die sind wenig, ja. Ja, also. Nee, und zweitens, neben diesem Bestand würde ich auch so Aufteilergeschäfte oder so machen, die man dann über einen Vertrieb abverkauft. Okay. Diese 2 Dinge. Ja. Weil Kapitalanleger gibt es immer noch. Ja. Weil das muss man auch bedenken. Kapitalanleger nehmen eine Immobilie oder eine Wohnung nur als Beimischung für ihre ganzen Finanzen. Ja, was halt für die auch gut ist, also durch diese Vertriebe, werden halt Wohnungen verkauft an Leute, die sonst halt nicht aktiv danach gesucht hätten. Und für die ist es immer noch besser, so eine Average-Rendite halt überhaupt irgendwas zu kaufen, wie gar nichts. So. Ja, richtig. Deswegen hat man dann auf jeden Fall einen Mehrwert geschaffen, auch in der Hinsicht. Ja. Und ja. Und man liest ja so viele Artikel, jedenfalls habe ich die immer zugeschickt bekommen, dass langfristig die Immobilien ja sowieso wieder
steigen werden. Müssen die ja, weil müssen es, sie. Es geht gar nicht anders. Und Berlin, muss man ja auch ehrlich sein, Berlin ist ja trotzdem noch für eine Welthauptstadt im Endeffekt günstig. Ja, ja. Ja? Im internationalen Vergleich, die Leute fanden es immer günstig. Schnäppchen. Es ist nicht mehr so billig, wie es mal war. Also gerade Supermarkt war immer, fanden die immer krass billig, die ja, internationalen nee, Bezug. Jetzt hat es ein bisschen anzogen. Das stimmt, aber so vom Wohnungsmarkt her ist es ja trotzdem noch günstig. Ja, klar. Ja, also hier kriegst du Häuser, die, da freut sich der New Yorker, wenn er es kaufen kann oder ja. aus Israel oder wo sie alle herkommen. Ja, ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, essen wir mal eine Kleinigkeit und fahren mal zu deinem Projekt ja. raus. Sehr gerne. Vielen Dank, ja, ja. hat Spaß gemacht. Ja, wenn uns noch irgendwas einfällt oder willst du noch irgendwas ergänzend sagen, sind wir durch eigentlich mit dem groben Abriss, oder? Der Rest sieht man auf der Baustelle. Ja, das. Also wenn irgendwer Fragen hat, dann soll er sie bitte unter hier in die Kommentare schreiben. Ja. Ja? Also ich bin da offen, irgendwie Fragen zu beantworten. Ja, und Projekte auch anzuschauen, die gute Quadratmeterpreise im Einstand haben. Ja, richtig. ja. Aber nee, keine kleinen Dachgeschosse ist mehr. Ja, weil, Geben und Nehmen. Weil das muss man auch bedenken, baust du 4 Wohnungen aus, brauchst du ein Jahr, baust du 22 Wohnungen im Dach aus, brauchst du auch ein Jahr. Also dann lieber 220. Als dann lieber 22 oder 220, ja, aber... Als 2, ja. Ja, richtig. Okay. Nee. Ja, dann essen wir jetzt was und wir ja. sehen uns gleich auf der Baustelle. Vielen Dank, ja. So, wir sind jetzt hier angekommen auf der Baustelle. Ja, wir sind jetzt in der Giselastraße und fahren gleich hoch, ja. Mit dem guten Bauaufzug. Ist der zugelassen für Personenverkehr? Ja, natürlich. Das ist sozusagen die Giselastraße und hinten gehen wir noch mal hin, ist die Münsterlandstraße. Ja? Mhm. Schönes Gerüst, kostet jeden Monat eine Menge Geld. Und hier seht ihr im Endeffekt die Münsterlandstraße. Ja? Wir können hier noch mal einmal rüber gehen, dann kannst du noch mal schön schwenken. Und ihr seht, wir haben die ganze Straße in Anspruch genommen. Ja? Und da oben seht ihr das Produkt. Im September kommt das Gerüst runter, Ende September, und vielleicht können wir da nochmal irgendwie ein Update machen. Ja, ja, mach mal, wenn es fertig ist, gucken wir es nochmal an. Sehr gerne. Wenn es fertig ist, treffen wir uns nochmal hier und schauen uns das an. So, wir sind jetzt ganz oben angekommen, ja. Ja. Du siehst den Ausblick hier. Ja, wir sind jetzt in Lichtenberg, siehst den Fernsehturm und jetzt sind wir sozusagen auf dem Staffelgeschoss. Und man sieht, dass hier schon sozusagen abgeschweißt wird, das ganze Thema. Ja? Und hier oben kommt noch Gründach drauf. Gründach? Ja, das ist auch sehr gut für das Klima von den Wohnungen. Okay. Weil es ist schon relativ heiß hier oben. Mhm. Und durch dieses Gründach wird das Klima noch mal viel, viel besser. Was kommt da drauf für ein Dach? Na, da kommt eine Kiesschüttung drauf und dann so verschiedene Grünpflanzen. Ja? Kommt da auch eine Klimaanlage rein? Hier kommt keine Klimaanlage rein, nee. Okay. Ja. Also wir sind wie gesagt hier auf dem Staffelgeschoss, kannst ja mal hier da hinschwenken. Das ist das 5. OG. Ja. Das wurde sozusagen einmal komplett aufgebaut. Okay. Ja. In Holzbauweise ist das hier oben errichtet worden. Und der Putz wurde hier gemacht, aber? Wie bitte? Der Fassade, Putz? Ja, ja. Die Holzteile wurden angeliefert und der Putz wurde dann hier gemacht. Okay. Ja. Gut. Gehen wir einmal eine Runde, oder? Ja, geh mir du mal vor, ich laufe dir nach. Ja. Schöne Aussicht auf jeden Fall, hier kann man sich dran gewöhnen. Ja. Jetzt sind wir im Endeffekt auf den späteren Terrassen, ja. Also hier hat jede Wohnung eine Terrasse. Wir sind hier in der Giselastraße und da hinten ist die Münsterlandstraße. Das gucken wir uns dann an. Also wie viele Quadratmeter Terrassenflächen haben wir hier draußen? Boah, das tut mir leid, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ja, hier wurde jetzt abgeschweißt ja. und dann kommen dann die Geländer jetzt hier hin, die okay. da hinten schon liegen. Okay. Ja, gehen wir einmal rein. Jetzt sind wir sozusagen schon in einer Wohnung. Ja. Das hier hat der Stahlbauer gemacht. Das ist hier sozusagen eine statische Verstärkung. Okay. Ja, richtig. Ja, hier oben im 5. OG sind kleinere Wohnungen. Okay. Ja. Du siehst hier oben, du siehst die Holzdecken. Ja. Mhm. Und die bleiben auch so, die bleiben sichtbar. Okay. Wie in so einem Alpenchalet im Endeffekt. Hier ist schon mal die Grundkonstruktion alles gemacht worden. Ja. Ja, das ist extrem praktisch mit den Dingern da. Ja, das wird jetzt bald verkleidet alles, mit Trockenbau noch. Ja, gute Holzfenster, ja, aus Brandenburg.
alles regional. Ja. Und das hat auch der Dachdecker oder der Zimmereibetrieb mitverantwortet. Ja. Aber das hier nicht dann? Nein. Das ist hier sozusagen noch von dem erweiterten Rohbau. Mhm. Aber sowas ist dann Trockenbau komplett, ja. Ein eigenes Gewerk gewesen. Aber hier ist schon viel Platz auch hinten dran. Ja, das kommt dadurch wegen des Schornsteins. Die mussten eine Stufe reinmachen, dass man ein paar Quadratmeter Wohnfläche noch gewinnt. Ja, das war so geplant, das ist okay. Ja, okay. Das ist nicht so tragisch. Ja, weil immer so viele Stufen sieht dann auch irgendwann blöd aus. Ja, verstehe ich. Hier ist schon die RWA-Anlage installiert worden, die wird dann noch bestückt. Und wir haben hier sozusagen ein neues Treppenhaus auch reingebaut. Also von der Etage, das ist die Bestandsetage, haben wir ein neues Treppenhaus hochgebaut. Okay. Ja. Und hier... Und zeig mir nochmal die Wände, welche sind Fertigbauwände jetzt und welche sind hier gemauert? Hier sind die Fertigbauwände. Okay. Die werden aber noch verkleidet, weil, oder wegen des Brandschutzes. Mit Rehgips oder was? Mit Rehgips. Das wollte der Brandschützer leider nicht, dass die offen bleiben. Und das wurde hier? Das ist hier alles gemauert hier, ja. Ja, okay. Hier ist auch wieder eine Wohnung, eine kleine. Hier geht es wie gesagt runter. Du siehst, Elektroinstallationen sind schon gut weit, ja. Mhm. Und hier ist im Endeffekt der Flur. Hier kommst du dann mit dem Fahrstuhl an. Mhm. Sind das dann so Laubengänge hier draußen? Ja, oder? Richtig, siehst du gleich. Überdachte? Okay. Ja. Ah, okay. Hier sind wir im Hof im Endeffekt. Und hier kommt der Fahrstuhl. Mhm. Ja, und dann kommst du hier rein. Und der Fahrstuhl fährt nur in dieses Stockwerk oder auch in das eins drunter? Das fährt ins vierte und ins fünfte. Aber in das drunter die nicht? Dann nein. Haben keine mehr. Aber die haben dafür eine Rutschbahn. Ja, die haben. Aber wir bauen natürlich noch einen neuen Spielplatz hier hin. Ja. Ah, okay. Das war die Vorgabe der Stadt, weil wenn du hier ein Dachgeschoss ausbaust, musst du auch immer einen Spielplatz mitbauen. Und wir müssen hier 100 Quadratmeter Spielplatz schaffen. Okay. Wer da spielt, weiß ich nicht. Aber ich habe mir überlegt, Neben dem Kinderspielplatz möchte ich auch so hier für Freeletics und so, wo man dann auch Klimmzüge etc. machen kann, um die Attraktivität nochmal für die Bewohner zu steigern. Ja, da seht ihr sozusagen die Münsterlandstraße und hier ist sozusagen die Giselastraße. Okay. Ja? Und dann gehen wir jetzt einmal rum. Also wir können gerne auch hier einmal lang gehen. Ja, komm, laufen wir außen rum. Das wird jetzt gedämmt, alles. Mhm. Kann man sich hier noch eine Wohnung angucken oder wir gehen mal hier rein. Willst du eine als erstes fertig machen, als Musterwohnung? Ja, oder? Wir machen eine Musterwohnung rein. Okay. Ja. Auch ein Eingang. Ist hier sozusagen das zweite Treppenhaus. Und in diesem Treppenhaus kommt auch ein Fahrstuhl rein. Ja? Okay. Den haben wir komplett einmal bis runter gemacht. Okay. Ja, sieht man jetzt leider nur nicht so, weil da ein Schutz ist. Hier sind überall die Geländer, ja? Du siehst. Ja, okay. Die sind hier schon alle. Die sind alle schön schon beschichtet. Ja, und hier siehst du mal ein paar Grundrisse, richtig. Mhm. Ja. Es wird eigentlich eine ganz schöne Wohnung, weil die haben hier die ganze Terrassenfläche, ja. Was ist das da? Da kommt, was ist denn das hier? Da kommt die Küche hin. Und das ist, glaube ich, für den Durchlauferhitzer. Ah, ihr habt hier Durchlauferhitzer für Warmwasser? Ja, richtig. Und Fernwärme für Heizung? Fernwärme für Heizung, ja. Mit Fußbodenheizung oder was kommt da rein? Fußbodenheizung, da sind schon die Teile vorgebaut. Die sind jetzt nur geschützt, da kommt das ganze Teil rein, ja. Und hier siehst du die ganzen Stränge, die sind im Endeffekt von oben hochgezogen worden, ja. Und das dicke Rohr ist? Das ist eine Löschleitung, Löschwasserleitung. Okay. Damit die Feuerwehr dann ihr Wasser hier hochpumpen kann. Okay, und die anderen zwei, drei? Die anderen ist Fußbodenheizung, Warmwasser, ja, und dann bin ich überfragt. Hast du einen Wärmetauscher im Keller oder wo ist der dann? Oder wie ist das genau für die Fernwärme? Das ist unten im Keller, alles. Okay. Wir haben so einen Raum dort unten und da ist das dann, ja. Okay. Ja, da stand der Kran. Kannst du mal, das ist jetzt sozusagen, so viel mussten wir ausheben, ja. Da kannst du jetzt einen Pool reinmachen. Das ist echt viel, ey. Ja, ja. Darunter, darüber stand er nicht. Da wäre er umgekippt. Und da unten ist dann alles fest? Da ist dann alles fest, richtig. Das haben sie nochmal nachverdichtet und dann, ja.
Die Wohnungen sind im Endeffekt alle ähnlich. Manche haben auch innenliegende Bäder. Mhm. Die haben dann noch mit so eine Ablüftung. Ja. Die haben eine Abluft und auch dann so ein Oberlicht. Ja. Ja, okay. Ja, das ist cool, ey. Ja, das kann man dann auch aufmachen. Dann ist es ja doch nicht mehr so innenliegend dann. Wenn du es aufmachen kannst. Ja, ja, richtig. So, hier nochmal die Terrasse. Da siehst du die Geländer. Und hier ist überall Dämmung drunter. Also alles neuester Standard. Mhm. Ja. Und da oben drauf noch zu gehen wäre geil. Das wäre gut, aber wurde leider nicht erlaubt. Ja, weil oft so Aufdachterrassen sind nicht so beliebt bei der Stadt. Warum? Ich habe mal gehört, weil da so viel Party gemacht wird. Ja. Würden wir ja auch machen. Ja. Und das ist ja auch alles nochmal gedämmt. Mhm. Ja, armiert und der erste Putz ist drüber jetzt. Ja, okay. Ja, also es wird schön. Ja, gibt schlechtere Lagen. Wenn das ist geil, ja. Ja. Von oben, ich heb's mal hoch, kurz ist die Aussicht natürlich noch ein bisschen besser, ja? Ja, wir können auch hier nochmal vor. Wie kommt man hier in die Stadt, also zum Alex zum Beispiel von hier? Du bist hier in 3 Minuten, bist du zu Fuß beim S-Bahnhof, mhm, und dann bist du in 10 Minuten am Alex. Okay. Ja, du bist in Friedrichshain mit dem Fahrrad in 5 Minuten am Ende. Welcher S-Bahnhof ist hier? Nöldner Platz. Okay. Ja, also bist hier ruckzuck. Das passt schon. Und noch eine Menge Fläche, ja, zum mhm Ausbauen. Das ist auch zur Distribution. Nee. Aber wir gehen einfach dann rüber, ja, und bauen einfach die nächsten Dächer hier aus. Ey, du kannst aus, eine Brücke bauen, dann musst ja du, dann sparst du dir die Aufzüge. Ja, richtig. Ich mache auch einfach die Gerüste da unten da dran und dann geht's weiter. Ja. Nee, also ich mag die Lage, weil die ist schön ruhig, familiär. Aber und du bist schnell in der City. Runter oder wo gehen wir hin? Wir gehen runter, ja. Ja, ist schon ordentlich, was ihr hier gebaut habt, hä? Ja, und man bedenke, ja, im September angefangen. Also wir haben jetzt gerade Juli 2023. Ja. Nee, warte mal kurz. August. Wir haben August 2023. Ja, und ihr habt und im Juli, September 2022. Haben wir angefangen. So, ja. Hier ist, schnell, auch ganz, ja. Hier ist auch ganz geil. Nur mal so für Technikinteressierte. Ja, zeig mal. Das sind diese Ecken. Mhm. Sonst putzt du ja die Ecken immer an im Trockenbau und die werden vorgefertigt. Und die setzt du dann nur ein und putzt die hier nochmal an. Ja? Ah, okay. Da sparst du dir so ein bisschen die Schritte. Okay. Ja. So was haben wir bei uns auf der Baustelle noch nicht verwendet bis jetzt. Ja, das ist hier, ja. Da macht man sich das Leben halt dann einfacher in Berlin. Wie sagt mein Geschäftspartner immer, ich mit meinen Apothekerpreisen. Nee, passt. Anders okay funktioniert so eine Baustelle hier auch ja, nicht. Ja, klar. Ja, das wird jetzt alles verputzt. Und dann sind wir schon relativ weit. Geil. Ja, auf diesen Dächern, die ihr da seht, mhm, diese Vorbauten, da kommen auch noch Balkone hin. Wie ist die Miete unten? Für die passt das jetzt alles, oder? Für die da unten? Das ja, wird besser langsam, die Laune, ja. Ja, ist ja auch eine Aufwertung dann. Ja, aber das interessiert keinen hier. Nee. Also du bist immer mit Undankbarkeit hier konfrontiert, okay, okay, ja. Und da ist auch Potenzial. Wir machen es vor. Und die anderen machen es dann später nach, ja. Vielleicht, wenn sie sich trauen. Ja. So, da gehen wir mal eine Etage runter. Hier ist wieder ein Flur. Hier sind jetzt richtig kleine Wohnungen. Ich glaube, die sind hier irgendwie unter 40 Quadratmeter. Das sind die, was als erstes verkauft sind am Ende. Ja. Ist immer so. Ja. Ihr wundert euch bestimmt, warum das da noch nicht zugemauert ist. Weil die alle hier irgendwelche Gasthermen haben, mussten wir extra nochmal... Ach, die haben mit Gasthermen, beim anderen war Durchlauferhitze. Nee, die da drunter haben, also im Bestand, haben die sozusagen Etagenheizungen. Und wir müssen das noch hochziehen, weißt du? Da müsst ihr jetzt das muss verlängert werden, aber das sind so Spezialrohre. Hier kommt Abgas raus? Ja. Okay. Da haben wir extra Gerüst aufs andere Dach gemacht, ja. Musst du auch wieder eine Erlaubnis einholen. Ist echt spannend, also die kleinen Einheiten, ich glaube immer, dass meine Prognose wird sein, die gehen als erstes weg. Ja. Und wenn du aber nur so kleine hast, dann ist es auch nicht so easy irgendwie. So die kleinen in so einem Objekt, die sind sehr viel attraktiver wie nur kleine in einem ja, gleichen ja. Haus. Wir haben ja auch ein paar größere. Ja. Also es ist eine gute Mischung, ja, für alle Leute, die man hier so haben möchte. Ja, perfekt. Ja, Studenten, junge Familien, ältere Leute. Ja.
Hier kommen wir im Endeffekt noch in mehrere Wohnungen rein. Mhm. Ja, in der vierten ist das jetzt. Das ist so der letzte Bauabschnitt gewesen. Mhm. Und hier seht ihr, die ganzen Elektroleitungen sind schon gelegt. Ja. Jetzt kommen wir hier nicht mehr weiter. Jetzt müssen wir einmal hier ein bisschen rumkratzen. Auf da! Geht es noch? Ja, du kannst gegentreten, dann bist du durch auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber wir gehen mal hier lang, bitte. Gehen wir besser hier lang. Ja. Hier wird überall, nur so, überall mineralisch gedämmt, ja. Mhm. Nicht was mit irgendeinem Styroporzeug. Was hat das für Vorteile? Ist einfach umweltfreundlicher, ja. Die bessere, aber auch teurere Variante. Dämmt es doch besser, oder? Boah, da fragt den Energiespezialisten. Ja. Hier sind wir auch in der Wohnung drin. Mhm. Überall schön Baustrom, ja. Also alles professionell ohne Ende. Was, erklär mal kurz Baustrom. Na, Baustrom brauchst du ja, damit du erstens die Lasten hier oben verbraucht werden, nutzen kannst. Ja. Mhm. Und zweitens, dass du das auch abrechnen kannst, separat zu dem Bestand. Ja. Okay. Aber hier fliegt ja teilweise so viel Last durch, wo wir den Kran hatten, da waren ja solche Kabel. Und die wurden uns aber dann zu Weihnachten schön weggeschnitten unten. Mhm. Also geklaut, ja. Unter Volllast haben sie die weggeschnitten. Mit ja. Der Flex oder wie? Ich weiß es nicht wie. Krass, weil da war ja Strom drauf. So. Hier sind die alten Waschküchen, weil hier oben im Dachgeschoss, im vierten OG, waren halt überall Waschküchen. Das war früher, haben die Leute hier gewaschen. Und wo sind die neuen? Ja. Wie bitte? Wo sind die jetzt, die Waschküchen? Ne, jeder hat ja heutzutage eine Waschmaschine, ja. Ich hoffe es zumindest. Deswegen ist hier so. Achso, ich dachte, die Waschmaschinen standen hier. Nee, hier war früher. Es gab so Kessel früher, das findest du in vielen Häusern. Mhm. Und die Kessel wurden warm gemacht und dann haben sie die Wäsche so gewaschen. Okay. Und das war ja überall. Und den Rest haben sie als Trockenboden genutzt, okay, zum Wäschetrocknen. Und du kennst das ja noch, Fabian. Das war ja mal hier rum. Dann haben wir das aufgemauert. Ja. Ja. Ja, es ist schon echt auch angenehmes Raumklima hier dafür, dass so heiß ist draußen. Das wird gut, ja. Und hier zum Bodenaufbau, ja, wenn euch das interessiert, da kommt jetzt eine Schüttung rein, dann kommt die Fußbodenheizung und dann kommt der Estrich drauf. Auf ja. Die Schüttung? Auf die Fußbodenheizung. Und oben ist ein bisschen anders, aber der Aufbau? Nee, auch der gleiche. Auch gleich? Ja, das okay. Ist alles Neubaustandard. Und dann hast du hier schöne Fußbodenheizung. Dann kommt noch Parkett drauf und dann passt das. Aber ist hier auch Holzdecke? Hier ist die Bestandsdecke, wo die alten Balken sind, die sozusagen links und rechts mit neuen Balken ertüchtigt wurden. Ja, neue Dämmung drin, OSB-Platte, die Abdichtung. Das ist die Abdichtung, die ich für euch vorhin genannt habe. Ja. Wenn das Dach sozusagen ab ist, dass es nicht reinregnet. Ja, theoretisch. Ja, schon gut. Aber wie schnell ihr hier weitergekommen seid, auf jeden Fall. Ja, du warst ja im Winter hier. Ja, ja im Winter. Da wurde der Brandschaden noch gerichtet. Oh, ja. Wo man noch in den Himmel gucken konnte. Ja. Yeah. Hier ist auch wieder ein Laubengang. Ja. Mhm. Und das wurde halt hier alles vor Ort richtig gegossen. Ja. Mhm. Und das ist das Bestandstreppenhaus. Das ist so die größte Wohnung mit. Können wir uns hier auch mal anschauen. Sehr schöner Essbereich. Ja. Hier Schlafzimmer und halt zwei Terrassen. Einmal hier vorne und einmal nach da. Ja, okay. Ja. Ja, und ihr seht, ist schon weit fortgeschritten. Und welches ist deine Lieblingswohnung jetzt? Alle natürlich, ja. Ich habe jetzt keine Lieblingswohnung, oder ich habe eine Lieblingswohnung. Eigentlich die und die Eckwohnung oben, die finde ich eigentlich so. Würde ich jetzt hier kaufen, würde ich die kaufen, ja. Das sind auch die größten mit. Okay. Ja. Ja, es ist noch ein bisschen was zu tun, aber ihr seht, ist schon voran. Und ist irgendwie oben noch besser als unten? Weil hier oben hast du ja alles neu, oben, unten, links, rechts. Und hier ist ja noch die alte Decke. Das heißt, hier hast du eher noch eine Verbindung zum alten Haus wie oben. Und hier ist es auch ein bisschen wärmer als oben, finde ich. Naja, jetzt kam es ordentlich rein. Aber oben war kälter. Ja? Fand schon, ja. Okay. Hier ist auch alles neu. Ja, okay. Außer natürlich teilweise das Mauerwerk, aber wir wollen ja auch alte Bausubstanz erhalten, die man verwenden kann und darauf aufbauen. Ja? Ja, okay. Wir hätten es auch abreißen können, aber das ist Verschwendung. Ja, sehe ich genauso. Ja.
Daraus entsteht ja extrem viel CO2-Ausstoß durch so Abrisse. Richtig. Und da muss man auch drauf achten. Ja. Ja. Daher, weiter geht's. Aber hat mich sehr gefreut, Fabian. Ja, mich auch. Jetzt darfst du noch einmal winken. Hat Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank. Ja, ich danke dir für die Einblicke, die du uns gegeben hast. War auf jeden Fall ein großer Mehrwert für mich auch. Das freut mich. Ich hoffe, es war auch für deine Zuschauer ein Mehrwert. Ja, safe. Ja, es ist ja sehr technisch. Sehr technisch. Und genau. Und wenn irgendwer Fragen hat, wie gesagt, kann er sich gerne melden. Ja. Gut. Sehr schön. Danke.